Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu meinem Wochenabschluss Nummer 4 für den Monat August. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich würde sagen, wir fangen gleich an und ihr seht drei Stifte. Also natürlich meinen ganz normalen Lieblingsstift. Ich liebe diesen. Dann ein Rotstift, denn ja, es gibt das ein oder andere Minus und dieses Mal würde ich sagen, ohne schlechten Gewissen oder so gut wie. Und ein Grünstift, denn wir haben hier jede Menge Einnahmen. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon gelesen. Es gibt ja viel Geld zu verteilen. Warum, wieso, weshalb, seht ihr nachher. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an. Fixkosten ist alles natürlich schon bezahlt. Darauf freue ich mich gleich ordentlich mit euch zu spielen. Aber als allererstes kommen wir mal zu den variablen Kosten, denn da gibt es auch die ein oder andere. Fangen wir bei den Lebensmitteln an. Ich war genau zweimal einkaufen, einmal für 29,95 beim Edeka. Und danach hatte ich noch 24,05, war auch sehr guten Willens mit Plus rauszugehen. Leider hat das nicht so gut geklappt. Ich habe so ein bisschen mal wieder mit Weight Watcher pausiert zwischendurch. Ich hatte gut abgenommen, ich glaube fast 8 Kilo. Und ja, da musste man wieder pausiert werden. Und jetzt bin ich wieder voll dabei. Und immer wenn ich voll dabei bin, brauche ich ganz viel Obst und Alternativen, um meinen unersäglichen, also unermesslichen Hunger zu zügeln, sage ich. Ich muss immer irgendwas zu knabbern haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber irgendwas muss ich immer essen und dann brauchte ich noch unbedingt das eine oder andere. Auf jeden Fall habe ich noch mal ganze 38, 1,5 ausgegeben, wieder mal beim Edeka. Und ja, ein bisschen musste ich, war ich heute Morgen schon einkaufen. Das heißt, mehr Geld wird da nicht dazu kommen. Und deswegen bin ich jetzt bei einem Minus von 14,10 Euro. Aber na gut, es ist wie es ist. Und ihr seht meinen Haufen. Ich finde, da kann man auch mal ein bisschen ins Minus gehen. War ja jetzt nicht übertrieben viel. Dann geht es weiter mit Auswärtsessen. Da gibt es ein paar Ausgaben. Einmal für 2,60 Euro haben wir ein Eis gegessen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall muss ich das natürlich aufschreiben. Dann waren noch 40,40 Euro da drin. Dann habe ich meine Family eingeladen. Wir waren eine Currywurst essen, was super, super lecker war. Wir haben. Ja, in der Bremer Straße gibt es da so eine ganz leckere Imbissbude und da esse ich am liebsten Currywurst Spezial und es schmeckt so lecker mit Röstzwiebeln und ist wie so ein Hotdog, aber als Currywurst und es schmeckt da einfach mega lecker. Und dann hatte ich noch 15,40 Euro und dann waren wir noch mal im Dorfkrug eine Kleinigkeit essen. Also ich habe da mir einen zusammengestellten Salat, weil ich mache ja gerade wieder eine Nahrungsumstellung. Und mein Sohn hat einen Crepe gegessen und haben wir noch irgendwas getrunken und das waren schon 14 Euro. Und übrig sind noch 1,40 Euro. Das nehmen wir natürlich rauf, das Kleingeld. Und somit sind wir bei 0. Dann geht es weiter. Luxus. Ja, es musste mal wieder sein. Ich brauchte mal wieder Zigaretten. Ich rauche ja nicht jeden Tag. Aber ich rauche einfach gerne. Eine schreckliche Angewohnheit. Aber ich mag es einfach manchmal gerne bei bestimmten. Beim Skat zum Beispiel rauche ich sehr gerne. Aber auch mal mit Kollegen mal. Ich mag das einfach. Ich weiß, es ist schädlich und schlimm und aber ich liebe es einfach. Gut, dann kommen wir weiter. Geht's weiter zur Freizeit. Ich habe es ja schon erzählt. Ich war beim Nähkurs. Ich schreibe jetzt einfach mal Nähen auf für 21 Euro. Danach war ich mit 18 Euro im Minus. Minus 18. Dann geht es weiter. 10 Euro. Ich war beim Skat am Dienstag. Da habe ich 10 Euro ausgegeben. War wieder ein sehr schöner, lustiger Abend. Ich war zwar nicht erfolgreich, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Und ich war nochmal beim Nähen. Denn wir sind immer noch nicht fertig geworden. Und ich gehe ja nur, wir sind so ein Springer-Club. Also so Springer heißt, wenn jemand ausfällt aus den bestehenden Kursen. Dann gibt es so eine Springer-WhatsApp-Gruppe und da kann man halt ja reinspringen, weil ich kann halt nicht einen normalen Kurs machen. Das lässt sich mit meinem Schichtdienst einfach schwer vereinbaren. Also man würde das hinkriegen, aber ich mag das lieber so. So ist man flexibel und kann immer mal hingehen. Und einmal müssen wir noch, denn wir haben diese
Also diese, ich nähe ja gerade so eine Bluse aus Musselin und oh, die wird so hübsch, aber die ist einfach nicht so einfach und deswegen muss ich die da beenden, wenn man bedenkt, dass ich dann 3 Stunden für gebraucht habe, also 63. Es ist eine so recht teure Bluse, aber mir macht es einfach mega Spaß und man lernt ja auch was dabei. Also das kann ich ja auch bei anderen Sachen anwenden. So, und das war's. Ja, das waren meine variablen Ausgaben. Ich denke, insgesamt geht's eigentlich. Das sind hier knapp 40, 50, 60, 70, sagen wir mal 80, 90. Naja, 150 ungefähr, 140, 150. Aber ich denke, das geht. Aber ihr seht, ich bin natürlich im Minus. Ist aber so und stört mich diesmal nicht so. Gut, dann geht's weiter mit den Einnahmen. Also, ich habe da ja wirklich sehr gute Einnahmen gehabt. Und zwar geht es los. Ich habe von meiner Selbstständigkeit, ich nehme jetzt mal als Datum, ach, ich nehme heute, der 28.8. Nehme ich mal die Selbstständigkeit. Und zwar ist es so, dass nicht immer alles sofort ausgeliefert werden kann. Manches wird später ausgeliefert. Und ja, dann kriegt man aber auch erst später das Geld. Das war nur eine Kleinigkeit. Also es sind jetzt nur 60 €. Aber ich sag mal so, 60 € haben oder nicht haben, das ist doch schon mal sehr gut. Und jetzt kommt, ich habe euch erzählt, ich habe ja von meinem Vater, ach so, habe ich da gar nicht, doch, ich schreibe mal hier hin, habe ich da keine Zeile freigelassen, aber generell möchte ich eine Zeile freilassen, deswegen schreibe ich das mal hier hin. Er hat ja, ich habe ja sozusagen mein Erbe bekomme ich ja ausbezahlt und ich habe ja schon eine Teilsumme bekommen, das habe ich ja auch schon kommuniziert und da weiß ich ja noch nicht so genau, wie viel ich davon ausgeben kann. Aber wir haben jetzt das Größte mit den Steuern durch und der Krankenkasse, die ja, oh Gott, unglaublich viel Geld von uns bekommt. Aber gut, wir haben ja auch damals, das ist von 2020 und 21, auch sehr gutes Geld verdient, muss man natürlich auch sagen. Und da muss man natürlich auch Steuern zahlen. Aber wir haben gesagt, ein Teil davon kann ich verplanen. Und da habe ich jetzt mal 3.300 € von abgezwackt. So dass wir jetzt schon zusammen haben 3.696,67 €. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist auch noch nicht mein ganzes Geld sozusagen. Aber es gibt einen aktuellen Anlass, warum ich so viel Geld abbuchen konnte. Denn wir waren seit 2019 nicht mehr richtig im Urlaub, bis auf die 2 Tage Harz. Und wir haben jetzt tatsächlich uns mal einen Familienurlaub gebucht. Im Januar, also über Silvester, fliegen wir nach Ägypten. Ich war noch nie in Ägypten und das soll ja sehr, sehr schön sein. Ich bin mal gespannt. Ich war da so ein bisschen skeptisch. Aber mir wurde davon sehr vorgeschwärmt und wir wollen natürlich, das ist der einzige Urlaub, den wir zusammen mit unserem Sohn machen können, weil mein Freund macht ja die Ausbildung und muss sich da vom Urlaub her nach denen richten und ja, deswegen war das unglaublich schwierig mit den Ferien von unserem Sohn und meiner Urlaubsplanung, denn zwischen Weihnachten und Silvester kriegen wir normalerweise keinen Urlaub. Aber ich habe mit meiner Chefin gesprochen und ich kriege jetzt Silvester, ab Silvester halt Urlaub und deswegen haben wir das jetzt gebucht und ich freue mich da mega drauf. Das sind irgendwie 9 Tage und ihr seht gleich, wie viel, also ihr seht noch nicht, wie viel das kostet. Bis jetzt haben wir nur die Anzahlung gemacht. Aber da muss ich natürlich da Geld rüber buchen und deswegen verplanen wir das auch. Ja, ich würde sagen, als allererstes spielen wir. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal zusammen. So, hier ist mein Spieleordner. Da können wir das ein bisschen beiseite legen, damit wir da auch ein bisschen besser gucken können. Ich würde aber sagen, als allererstes zählen wir mal das Geld. Wie viel Geld habe ich hier zu Hause liegen, damit wir auch wissen, wie viel wir jetzt verplanen können? Also, ich muss es doch noch mal ein bisschen rutschen hier. Also, wir haben 100, 150, 200, 300, 20, 40, 60, 80, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 460 €. Ich habe auch noch einen Teil auf meinem Konto. Und was wir ja auch noch dazu packen können, also das sind jetzt 460 € und wir können noch mal eben die 20
können wir hier mit rausnehmen. Wobei, das machen wir beim Monatsabschluss. Das nehmen wir dann raus. Das ist jetzt Quatsch. Das nehmen wir jetzt nicht raus. Also, die 460 können wir jetzt, ein Teil davon können wir verspielen und ein Teil verplanen wir jetzt. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Spielen. Also 460 und nochmal 10 Euro in Kleingeld, wollte ich gerade sagen. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Also 470 Euro habe ich hier. Und da würde ich sagen, wir spielen jetzt erstmal ein bisschen was und schauen dann mal, was übrig ist. 170 Euro sind auch noch auf dem Konto. Und weil ein Teil muss halt auch zu meinem Auto, weil ich muss dann nochmal die Bremsen reparieren lassen und so. Deswegen habe ich jetzt nur ein Teil hier. Aber verplant tun wir das gleich zusammen. Ich habe mir eine grobe Überlegung gemacht, wie ich was plane, aber noch nicht ganz endgültig. Gut, Pfand haben wir heute nicht. Geldwäsche natürlich, also Kleingeld. Da nehmen wir mal eben das Geld hier raus. Das ist ja nicht viel. Das sind diese 1 Euro, was war es, 1,40 Euro, ne? Ja, die packen wir da rein. Ihr seht, Freizeit ist leer. Molly ist nichts, hier ist nichts. Und hier sind nur noch die 20 Euro von Sonstiges. Das machen wir aber beim Monatsabschluss. Also 1,40 Euro kommen in meine Box hinein. So, das haben wir. Dann können wir das hier nochmal kurz aufschreiben. Ja, und das ist natürlich so ein schönes Gefühl, dass ich dieses Geld im Hintergrund habe und dass ich diesen Urlaub einfach so, was heißt einfach so, man muss schon ganz schön überlegen, was man macht und dass man auch einen Teil natürlich auch festlegt und so, dass man das, sage ich mal, nicht verprasst. Und wir haben ja auch vor, ein bisschen was fürs Haus zu nutzen. Wir müssen da was renovieren und so. Ja, und wie gesagt, das Hauptgeld habe ich ja noch gar nicht bekommen. Das dauert auch noch circa ein Jahr. Aber das macht ja nichts. Es wird ja nicht schlecht. So, dann nehmen wir mal das Hühnchen heute. Und malen das mal so ein bisschen, ich denke mal so ein bisschen orange, rot, dachte ich mir, malen wir das so an. So, nehme ich mal so ein paar Orangetöne. Ein bisschen braun vielleicht auch noch. Wird ja auch so ein bisschen bräunlich, ne? So. Ja, und ich freue mich so mega darauf. Ich hab zwar totale Flugangst. Also so ein bisschen Schiss habe ich ja schon vor dem Flug. Vor allem, wir fliegen irgendwie über Istanbul und also starten sozusagen zweimal. Und das ist ja echt so ein kleiner Horror für mich. Ich mag Start und Landung überhaupt gar nicht. Aber ich habe mir gesagt, ach, egal, das machen ja andere auch. Und es passiert ja doch relativ selten etwas und wenn, ja, wenn, kann ich das auch nicht ändern, dann ist das so, ne? Kann man das nicht ändern. So, ich glaube, so ist das schon ganz niedlich, ne? Gut, also für dieses süße Hühnchen würde ich sagen, machen wir 15 Euro. Wir haben ja schon ein bisschen Geld hier, aber es kommt auch, ich möchte gerne viel in die Geldtöpfe 2 tun. Die sind wirklich größtenteils leer und ja, das geht natürlich nicht. Ja, da werden auch, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie mache ich das? Gebe ich das Geld einfach so auf und verteile das sozusagen ohne euch? Wie mache ich das? Also ich bin da auch ganz ehrlich, also ich habe auch schon was ausgegeben sozusagen von dem Geld so, aber also wirklich nicht viel und ich möchte es auch gerne mit euch zusammen machen. Deswegen packen wir das erst in Haushalt, sage ich mal, rein und dann gebe ich es aus. Aber so 100, 200 Euro habe ich auch schon ohne euch ausgegeben. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. So, dann geht's weiter. Geldwäsche. Ja, da packe ich. Nein, so oft habe ich nicht gewaschen. 5-mal. Im Moment bin ich da nicht so zugekommen, aber mit 5-mal ist es nicht verkehrt. Geschirrspüler sind natürlich wie immer, also das ist bei uns tatsächlich ein bisschen häufiger. Das wären 8-mal. Ah, sehr gut.
2 Euro raus, 10 Euro rein. Also super gut. Also unser Geschirrspüler, der läuft jeden Tag mindestens einmal. Und dann geht es weiter mit jeder kann sparen. Oh, ich muss mal ein bisschen mitschreiben. Also Geldwäsche haben wir 5. Hier haben wir 8 Euro reingegeben. Getrocknet haben wir nicht. Jeder kann sparen, kommt jetzt. Und schauen wir mal, was wir da reintun können. Also. Vielleicht hier den Hintergrund. Malen wir den so ein bisschen gräulich an. Für 2 Euro. Und das hier male ich so ein bisschen rötlich an. Dann sind das 4 Euro. Und dann haben wir schon bald die erste Karte fertig und können das Ganze zählen. Also ich denke mal, im September bin ich damit durch und dann zählen wir das Ganze mal. So, mal gucken, haben wir noch was Kleines hier? Ja, das ist nicht hundertprozentig gut geworden. 4, machen wir den. Dann sind es 5 Euro, das finde ich ganz gut. Ja, übrigens haben mich ja der ein oder andere mal gefragt, wie ich das hier gemacht habe. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal so ein Video. Ich habe das einfach, um es ganz kurz zu sagen, einfach nur verschiedene größere Stempel genommen, so Stempelabdrücke, und habe versucht, das so ein bisschen symptomatisch, nein, also ihr wisst, also August, ich fand die Schweinchen und so, das passt ganz gut zum August. Wir können das ja auch schon mal gucken, was da September ist. Und habe halt geguckt, was ich für Stempel habe. Hier sieht man September, es könnte da hätte auch Weihnachten sein können. So sieht mein Oktober aus, total niedlich. Diese sind, das glaube ich, Clearly Besotted, das hier ist Stamping Up. Und das glaube ich auch. Also ich habe halt so geguckt, ne, was habe ich so für Stempel, und ich finde das einfach total schön und das werde ich auf jeden Fall auch in dem nächsten Jahr auch machen, denn ich finde das einfach eine schöne Idee und ich male halt gerne irgendwas aus und packe nicht einfach nur so Geld da rein. So, was habe ich gesagt? 5 Euro, ne? Kommen hier rein. Genau. 2, 4 und da unten 5 Euro, genau. Und dann ist die Karte auch schon bald durch und dann können wir die nächste anfangen. So. Hier ist auch schon jede Menge Geld, hat sich hier angesammelt. Yay! Also 5 Euro, jeder kann sparen. Jahresspiel haben wir so ganze 15 Euro. Und rubbeln, schauen wir mal. Das ist ja auch fürs Urlaubsgeld. Also ich habe mich auch entschieden, das jetzt nicht komplett. Also der Urlaub kostet irgendwie 2.800 irgendwie. Ich werde aber nur 2,5 oder 2,8 reinpacken. Also das ganze Urlaubsgeld, vor Ort Geld, sag ich mal. Denn da kann man natürlich auch Massagen und alles Mögliche nehmen. Und das werden wir zusammen ersparen. Ne? Also 10 und ich mache noch eins. 10 und 6, 16. Na, das passt doch. 10 haben wir hier. Also ich hätte natürlich auch ein bisschen mehr abheben können. Aber ich weiß nicht, was noch alles kommt. Also wir waren beim Steuerberater und das ist eigentlich schon klar, was wir alles bezahlen müssen an Steuern, also nachzahlen müssen. Aber es ist noch nicht durch. Also ich habe das noch nicht wieder vom Finanzamt. Und es kann ja auch sein, dass da irgendwas sich noch ändert. Und deswegen will ich da auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. So, dann kommt Puzzeln. Und ich würde sagen, wir planen das vorab und machen da einfach nur einen Zehner rein. Das finde ich ganz gut. Und dann sind wir mit den Challenges schon durch und schauen mal, wie viel Geld wir dafür ausgegeben haben. Also 10 Euro und dann mal gucken, für wie viel wir gespielt haben. So, also 5. Ihr seht das, ich habe jetzt nicht, wer weiß, wie gespielt. Man hätte auch wesentlich mehr Geld ausgeben können. Aber ich muss unbedingt Geld in die Geldtöpfe 2 tun. Also das nützt einfach nichts. Das ist wirklich alles leer. Und deswegen muss da unbedingt Geld rein. Also für 59 Euro haben wir gespielt und das finde ich ganz gut. So, ich würde sagen, eine Sache. Achso, wir müssen noch das eben anmalen. Oh, beinahe ich es vergessen. So, wir brauchen einen blauen Stift für 10 Euro. Dann nehmen wir den hier. Super. Und dann packen wir das Geld noch in die Geldtöpfe 2.
Ich habe mir schon mal grob Gedanken darum gemacht. Als erstes schauen wir mal, wie viel Geld ist noch da. Also 170 habe ich noch auf dem Konto. Ich möchte das aber nicht komplett jetzt heute verplanen, weil ich Angst habe, dass ich mich mit irgendwas verrechnet habe und wir nachher mit dem Monat ins Minus kommen. Und das wäre ja wirklich blöd, sage ich mal. Deswegen, also die 170 können wir natürlich vom Konto mitplanen. Aber ich sag mal so, die 40, die noch bei Vivid liegen und die 20, die da liegen, die verplanen wir heute noch nicht. Das mache ich beim Monatsabschluss. Wenn da noch Geld übrig ist, können wir es immer noch irgendwo reinpacken. Also die 170 auf dem Konto und dann haben wir 100, 200, also 100, 200, 300, 340, 50, 60, 70, 80, 90, 410. Also 580 können wir jetzt noch verplanen. Super, super schön. Ich freue mich, weil ihr seht das, 39 Euro bei meinem Sohn und ich muss ja noch die ganzen Hefte und sowas alles kaufen. Und ich würde sagen, deshalb bekommt mein Sohn, heute ist der 28.8. Und jetzt sage ich mal, ich schreibe mal von Papa und ich mache da 111. Dann haben wir 150 Euro da drin und das machen wir jetzt mal eben kurz. Also, das machen wir auch ganz einfach, das hier nehmen wir raus und packen da 150 Euro rein. So. Oh, ich freue mich, das ist so gut, dass man da jetzt wieder Geld drin hat. Also es ist richtig, richtig, richtig toll. Ich freue mich da sehr drüber. Dann unser Hund. Also 28.8. Ich nenne es mal Papa. Da machen wir 70 hin. Dann sind das 150. Ja, ich hätte auch gerne überall ein bisschen mehr reingetan, aber man muss halt gucken, wo was reinkommt. Also das sind 80 und jetzt kommen noch mal 70 dazu, ne? Genau, jetzt sind es 150 und das ist doch schon mal sehr schön. Ich habe halt auch viele Bereiche, wo ich unbedingt was reinhaben möchte. Ja, ich bin natürlich weiterhin in Shopping-Laune und ich mache ja gerade meinen Garten so richtig schön. Also und da braucht man halt auch das ein oder andere und dafür ist das Geld ja auch, ich sag mal so, dass man das alles schön macht. Wir brauchen noch irgendwann Terrassenmöbel und all das. Ob das jetzt mit diesem Geld noch geht oder nicht, das sieht man dann. Mehr kann ich im Moment nicht verplanen, weil als erstes müssen wichtige Sachen, bevor man jetzt so Luxusartikel holt, finde ich jedenfalls. Aber das Geld haben wir uns geeinigt, das kann ich verplanen und das machen wir auch. 28.8. von Papa. Da habe ich gesagt, kommen hier 100 Euro rein, 120, wenn es nach mir geht, würden hier 300 Euro reinkommen. Aber ich bin so froh und dankbar, dass ich dieses Geld überhaupt habe. Und ja, wo ist denn Geschenke? Ah, entschuldigt bitte. Der ist hier. Oh, schaut mal, da hatten wir eine Ausgabe nicht. Das kommt, wenn ich mir das nicht aufschreibe. Ich muss das noch mal eben. Also, was war denn das noch? Ich muss das mal eben kurz. Ja, ich sage ja, ich bin noch ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich mir halt ein, zwei Sachen so gekauft habe, die ich aufgeschrieben habe. Aber anscheinend habe ich das Geld doch hier rausgenommen. Dann machen wir jetzt. Ich weiß es nicht, es muss irgendwas für einen Garten gewesen sein. Ich habe mir so viele Blumen in diesem Jahr gekauft. Also so viel Geld habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht für Blumen ausgegeben. 100 Euro. Quatsch. Also von Papa 100 Euro plus sind 100 Euro wieder hier drin. So, dann nehmen wir hier die beiden 50er. So.
Ja, normalerweise schreibe ich das auch immer alles auf, aber ja, manchmal, wenn man das nicht gleich macht, kommt man da einfach so ein bisschen durcheinander. Und ja, aber ich will nicht, dass es einreißt. Ich will es auf gar keinen Fall. Ich möchte das Geld nicht einfach so, ich sag mal, so verplempern mit der Zeit. Also das möchte ich auf gar keinen Fall. So, wir haben hier noch, muss nochmal neu sortieren, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, glaube ich, ne? Ich würde sagen, 30 Euro packen wir mal in Geschenke rein. Und ich glaube, da ist auch schon eine Sache rausgekommen. Das müssen wir eben noch vorher aufschreiben. So, Auto, Urlaub, Beauty stimmt. Ja, seht ihr das? Das kommt. Ich bin schon dabei, für meinen Sohn für den Adventskalender Sachen zu kaufen. Und dann seht ihr das, hatte ich eine kleine Ausgabe. 15, 17, 50, 90. Na, was rede ich denn da? 90, 92. Also, ich kann gerade nicht denken. 20 minus 17,9. Nee, 8, ne? Ja. Also 20 minus 17,82. Euro. Oh mein Gott. Da habe ich bestimmt irgendwas von Ali bestellt. Also. Nehmen wir den 28.08. Ali. Waren das 2,18 Euro? So. Ach nee, wir runden ja immer auf. Machen wir 3 Euro. Und machen hier 17 draus. So, jetzt wird es doch noch ein bisschen chaotisch. Und ich war schon so stolz auf mich. Egal, es ist wie es ist. So, jetzt packen wir aber da nochmal 30 Euro rein. Denn ich muss mich ja langsam darauf vorbereiten. Mein Sohn hat bald Geburtstag, meine Mutter hat bald Geburtstag und so weiter. So, das heißt, wir haben am Ende 47 Euro. 30, 37, 47. Sehr schön. Und das Kleingeld packen wir einfach beim nächsten Mal mit in die Kleingeld-Challenge. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. So, das haben wir. Dann geht's weiter mit Urlaub. Ja, ich habe geplant, dass diese, also 28.08., dass ich hinterher 2,8 habe. 2,8, das heißt 2,87 sind genau 2,8. Und da sind jetzt schon für den Urlaub, müssten wir die Anzahlung machen. 900, oh, hierhin. 925 musste ich gestern überweisen. Also wie gesagt, da hatte ich auch erst überlegt, bezahle ich das so? Und wir machen alles anders, aber dann habe ich gedacht, nein, wir machen das so schön zusammen. Also, und jetzt sind da noch auf dem Konto, ich muss das mal kurz ausrechnen. Ich habe nämlich nicht geguckt. Also 2,8 minus 9,25 sind noch 1.875 Euro. Und das deckt genau den Urlaub. Und da muss ich halt fürs Taschengeld noch sparen, ne? Aber das sollte ja kein Problem sein. Das Geld liegt bei Vivid. Dann kommen wir zu Kleidung und Stoff. Und da würde ich tatsächlich den Rest reintun. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Euro. Ja, da muss halt auch immer Geld rein. Denn da kaufe ich ja auch für meinen Sohn, also kaufe ich ja auch Stoff. Schreibe schon Stoff hin. Also ich näher ja für uns die Kleidung, ne? Also deswegen packe ich bei ihm auch nicht, wer weiß, wie viel rein, sondern ich nähe ihn davon Pullover,
Hosen, alles, also Jogginghosen. Ich kann keine Jeanshosen. Da müsste ich nochmal einen Nikos zu machen. Das kann ich noch nicht so gut. Aber Pullover, T-Shirts, kurze Hosen, lange, also kurze Hosen habe ich auch schon ein paar genäht. Ja, und deswegen muss hier auch immer Geld rein, weil das ist halt für, naja, für Stoff, damit wir was zum Anziehen haben. So, jetzt ist es zum Ende hin. Wie gesagt, ein bisschen chaotisch geworden, aber ihr kennt mich, das ist nichts Neues. Ich hoffe, euch hat mein Video trotzdem gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns zu meinem Monatsabschluss wieder und ich freue mich sehr darauf. Okay, bis dann. Tschüss.